Mein Name ist Fabian Ford und das ist mein Buch Einfach mal frei sein über meine 3,5-jährige Weltreise. Und es geht nicht wie viele dieser Bücher um Party, Drogen und was auch immer. Und wenn es um sowas geht, dann geht es um das, was es da mit mir gemacht hat auf Reisen. Es geht vor allen Dingen um was hinter der Fassade passiert, was in mir passiert ist, als ich 3,5 Jahre alleine um die Welt gereist bin. Es geht um die sozialen Konventionen, die ich angefangen habe zu hinterfragen. Es geht um die Blockaden, die ich in meinem Kopf hatte, die Ängste, mit denen ich konfrontiert wurde auf meinen Reisen und was das mit mir gemacht hat. Und wie ich mich nach und nach über diese 3,5 Jahre so krass verändert habe und mein Denken sich komplett umgestellt hat. Und ich eine ganz neue Form von Freiheit erfahren habe, weil ich mein Leben einfach mittlerweile so gestalten kann, wie ich es will, ohne Wenns und Abers, einfach machen, einfach der Intuition vertrauen und sich nicht von Geld und ja, Regeln, Vorschriften von außen eben beschränken lassen. Also wenn dich der Weg interessiert, das ist das Buch Einfach mal frei sein von Fabian Ford. Wie ich auf der Reise meines Lebens eine neue Welt jenseits von Ängsten, Konventionen und Grenzen entdeckte. Zu haben in jedem Buchhandel, bei Amazon, bei Hugendubel, wo auch immer du gerne Bücher bestellst oder bei dem kleinen, am besten bei dem kleinen Buchladen um die Ecke. Ich wünsche dir einen schönen Winter in Deutschland. Lass dich inspirieren hierdurch. Ich schicke warme Grüße aus der Alicante-Provinz in Spanien, wo ich gerade auf einem Permakulturhof arbeite und lerne, wie man nachhaltig und gesund mit der Natur lebt und sein Gemüse anbaut. Und ja, sende Wintergrüße nach Deutschland. Macht's gut und viel Spaß beim Lesen.